Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und heute bin ich mal wieder für euch im Pandamix unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute mal die Erbstücke aus dem MOP Remix anschauen, beziehungsweise noch ein besonderes Item, was wir uns ebenfalls für eine Währung kaufen können, die jetzt gleich relevant wird. Und zwar haben wir hier einmal Manorotz-Knochen. Und ich befinde mich jetzt an einem von diesen vielen Basaren. Die sehen wir ja immer auf der Map in jeder Zone, ne, über dieses kleine Icon. Ich bin jetzt bei dem im Tal, beziehungsweise hier dann in dem Schrein der zwei Monde. Das ist einmal der Hordenschrein. Und an jedem von diesen Basaren haben wir einen NPC, und zwar ihn hier hinten. Das ist quasi der Händler für heroische und mythische Schlachtzugsbekleidung. Und der hat neben diesen ganzen Sets auch hier hinten die Erbstücke. Und da zahlen wir jedes Mal 8000 Bronze plus 2 Manorotz-Knochen. Und diese Manorotz-Knochen, die bekommen wir nicht von Manorot, sondern wir müssen da einen Raid-Boss töten, und zwar Garrosh Höllschrein, der befindet sich in der Schlacht um Ogrimmar. Diese können wir in verschiedenen Schwierigkeitsgraden laufen, von LFR bis einschließlich sogar Mythic. Und hier ist es so, dass im LFR leider nichts droppt. Wenn ihr ihn im Normal tötet, kriegt ihr einen Knochen. Wenn ihr ihn im HC tötet, kriegt ihr 4 und im Mythic-Modus bekommt ihr gleich 10 Stück. Jetzt ist es so, dass alle Schwierigkeitsgrade einen Daily Lockout haben. Heißt, ihr könnt einmal pro Tag die Bosse umhauen und auch looten. Und dementsprechend, wenn ihr jetzt, sagt mal, nur Normal läuft, müsst ihr natürlich, um alles kaufen zu können, einige Mal Normal umhauen. Wenn ihr HC lauft, geht das natürlich schon ein bisschen schneller. Und mythisch geht das Ganze relativ zackig. Ihr seht, ich habe hier schon einige Stacks von den Knochen rumliegen, insgesamt 75. Ich bin jetzt die letzten Tage Normal, HC und Mythic gelaufen. Also ihr könnt in SOO, anders als in den anderen Raids, jede Schwierigkeitsstufe am Tag einmal laufen. Also ihr könnt erst Normal machen, dann HC, dann Mythic oder in jeder anderen Reihenfolge. Das geht alles einmal am Tag. Und ja, dementsprechend habe ich einige Knochen. Jetzt würde ich sagen, holen wir uns die Sachen mal. Und das Sonderitem zeige ich euch auch noch. Und zwar haben wir hier Manorotz Hauer. Und das sind nämlich die Schultern, die Plattenschultern von Garrosh. Das Ding hat auch, wie ihr seht, eine neue ID, ist kosmetisch. Und Blizzard arbeitet aktuell daran, dass man das auch lernen kann, wenn man dementsprechend kein Plattenschar ist. Aktuell, wo ich das Video aufnehme, geht es noch nicht. Wir werden uns die nachher trotzdem kaufen, denn ich habe auch mit einem Plattenschar schon ein bisschen diese Marken gefarmt. Wenn ihr in höheren Schwierigkeitsstufen rein wollt, dann solltet ihr ein bisschen Gear haben. Also mit nicht abgegradeten Gear. Mythic wird wahrscheinlich schwierig. Wenn ihr 450, 460 habt, dann sollte Mythic eigentlich ganz gut gehen. Und mit Max-Level, wenn ihr mit einer vollen Max-Level-Gruppe drin seid, mit 476, dann ist es relativ gut machbar, würde ich behaupten. Gut, ich würde sagen, die Sachen holen wir uns jetzt mal. Ich habe tatsächlich schon eine Waffe von damals geholt, und zwar die Stangenwaffe. Die habe ich ja damals mit Main auch gebraucht. Die anderen Waffen habe ich tatsächlich nicht, und so wie es aussieht, sind die Vorlagen immer aus dem HC. Jetzt kaufen wir uns das Ding mal und so wie das ausguckt, lernen wir tatsächlich dann direkt das Item. Die sind auch accountgebunden, wie ihr seht. Jetzt gucken wir mal, der Bogen, den lernen wir auch. Also wir können quasi mit einer Klasse einmal alles holen. Und fügen das dann auch damit unserer Sammlung hinzu. Also sowohl für Temok als auch im Reiter für die Erbstücke. Die könnt ihr leider zwar jetzt hier im Menü nicht angucken. Ne? Also die sind ausgegraut bzw. werden gar nicht erst angezeigt. Aber die müssten da dann einmal gespeichert sein. Genau, da haben wir jetzt die kompletten Items einmal rumliegen. Jetzt hier für Pandamix, ich weiß gar nicht, ob man die anlegen kann, theoretisch. Doch, die können wir sogar anlegen, bringt aber nichts, ne, weil die natürlich vom Item-Level sehr, sehr niedrig sind und dementsprechend wahrscheinlich nicht unbedingt tauglich. Genau, also dafür haben wir jetzt schon mal einiges ausgegeben. Insgesamt sind das, ich glaube, das sind über 10 Waffen, also es müssten über 80.000 Bronze sein. Wenn ihr die farmen wollt, ich habe da ja auch schon mal ein Video zu gemacht, ich empfehle auf jeden Fall, die Raids zu laufen. Da gibt es relativ viel Bronze, vor allem wenn ihr jetzt SOO lauft, im HC, im Mythic, da gibt es schon sehr, sehr viel. Gut, und jetzt guckt man noch die Manorotz Hauer an. Wie gesagt, da brauchen wir halt 20 Stück. Für die ganzen kleinen brauchen wir halt nur 2. Also das sind hier, dann, wie viele Waffen haben wir? 8, 9, 10... 11, ne? Also 22 brauchen wir und hier auch nochmal 20, also mit 42 von den Manorotz Hauern könnt ihr euch quasi alles holen. Und jetzt können wir uns hier mit meinem Worry, den habe ich auch ein bisschen gegiert, wie ihr seht, und der hat auch nochmal ein paar Marken über, beziehungsweise ich habe auch, ja,
auch 70 von den Manora Towern. Ich habe den immer ein bisschen mitgezogen. Und da können wir uns jetzt die Schultern kaufen und uns dann auch ein bisschen das Temok hier unten einmal angucken. Wenn ich es nämlich jetzt lerne, dann ist es, glaube ich, direkt schon weg. Also die sehen schon sehr, sehr cool aus. Und für Leute, die wie ich ID-Sammler sind, macht es auf jeden Fall Sinn, sich die auch nochmal zu holen. Jetzt habe ich quasi die dritte Version von denen auch. Sind die Sachen jetzt hier noch drin? Ach ja, die sind jetzt quasi so ein bisschen ausgegraut. Man kann sich theoretisch das auch nochmal holen, aber klar, jetzt steht dran, bereits bekannt. Genau, mehr ist es nicht, heißt, ihr müsst ein paar Mal Garroschrein. Das Event geht ja noch ein paar Wochen, selbst wenn ihr jetzt euren Char nicht gut equipped habt. Alles kein Stress, lauft halt einfach jeden Tag normal, dann kriegt ihr eure Schultern bzw. die Erbstücke auch zusammen. Juti, damit sind wir durch, hat mich voll dabei wart und wenn ihr wollt, schaut ihr gerne im nächsten Video wieder rein. Euer Tila, bis dahin, ciao.